Herzlich willkommen, ihr lieben Steinböcke. Ich begrüße euch ganz herzlich hier bei Kings and Queens Tarot zu eurer allgemein intuitiven Monatslegung für den Juli 2024. Ein weiterer hochenergetischer Monat liegt hier vor uns mit der ein oder anderen Herausforderung durchaus gespickt, aber auch mit den Möglichkeiten zu tollen weiteren Entwicklungen. Ja, wie immer solltest du allerdings aus dieser allgemeinen Legung auch nur die Informationen mitnehmen, mit denen du wirklich mitschwingst. Wenn du das Gefühl hast, dass diese Legung nicht so richtig zu dir passt oder du dir zusätzliche Informationen wünschst, dann schau dir gerne eines der anderen Videos an zu deinem Aszendent, zu deinem Mond oder auch zu deiner Venus. Natürlich bist du auch herzlich willkommen, mich direkt zu kontaktieren, wenn du ganz konkrete Fragen hast. Den Link zu meiner Website, den findest du hier unter dem Video in der Videobeschreibung. Ich freue mich natürlich auch, wenn du dem Video einen Daumen nach oben da lässt, wenn du den Kanal abonnierst, gerne die Glocke aktivieren, dann wirst du auch immer sofort informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Und damit wünsche ich dir ganz viel Freude bei dieser Legung. Ja, ihr lieben Steinböcke, auch bei euch sieht es nach wirklich viel Bewegung aus in diesem Juli. Das hat sich für die allermeisten Sternzeichen für diesen Monat schon angekündigt. Ja, und auch bei euch nehmen die Dinge hier wirklich an Fahrt auf, wobei ich denke, das Ganze ist hier bei euch in einer Weiterentwicklung von einer Situation, von einem Impuls, der schon in der Vergangenheit stattgefunden hat. Aber wir schauen uns hier als allererstes nun mal die Themenkarte an, die sich für euch gezeigt hat. Ja, und das ist das Rad des Schicksals. Das hat mit größeren Bewegungen, größeren Veränderungen, tiefgreifenden Veränderungen zu tun. Allerdings eben auch Veränderungen, die ganz häufig ja wirklich gewünscht sind, vielleicht auch bewusst angeschoben sind. Man hat hier Impulse im Vorfeld meistens schon vorausgeschickt und die werden jetzt hier sozusagen vom Universum, von der geistigen Welt aufgegriffen und sorgen eben für diese weiteren Veränderungen, diese tiefgreifenden Veränderungen. Und mir scheint, wenn ich mir die ganze Legung so anschaue, ja, dass das auch ganz gut in eine, also dass es in eine tatsächlich sehr schöne Richtung hier auch geht, diese Bewegung. Also Veränderungen können hier stattfinden im Beziehungsfeld, natürlich im freundschaftlichen Kontext, im Beruf. Beruflichen Kontext. Vielleicht hast du auch ja, den Wunsch, gleich mehrere deiner Lebensbereiche hier in eine Veränderung zu bringen. Das möchte ich hier, wenn sich das Rad des Schicksals zeigt, auch tatsächlich nicht ausschließen, dass es hier ja, um tiefergreifende Veränderungen in mehreren Lebensbereichen geht. Ne? Räumliche Veränderungen, Berufswechsel, all das kann hier mit eine Rolle spielen. Und wir schauen uns mal noch die Klärungskarte an. Hier haben wir zum einen die Hohe Priesterin, die Karte der Herzensstimme und wir haben die Krebskarte der Wagen, der sich hier auch später nochmal zeigt auf der Position der Entwicklungstendenzen. Ja, die Hohe Priesterin, das ist ja zum einen auch die Geheimnishüterin, ne? Also da könnte im Vorfeld noch ein bisschen eine Unsicherheit vielleicht vorgeherrscht haben, eine Unsicherheit, wo möchte ich eigentlich hin, was empfinde ich als meine Aufgaben, wo liegt mein Ziel, aber mir scheint genau das klärt sich jetzt langsam mit der Hohepriesterin, die steht ja im Zeichen des Neumondes, ist auch oft auch ja von dieser Karte aus ein Neubeginn angezeigt. Für gewöhnlich sind es Entwicklungen, die sich über einen längeren Zeitraum hinweg auch entfalten. Ja, also hier ist zwar vielleicht der Startschuss gelegt. Entschuldigung, für den einen oder anderen ist er auch schon gefallen. Und es sind jetzt hier sozusagen die weiteren Entwicklungsprozesse, die sich aber durchaus auch noch weiter in die Zukunft hinziehen werden. Ja, die Herzensstimme habe ich schon angesprochen. Also ich denke, hier ist ein tiefer innerer Impuls, ein innerer Entwicklungsveränderungswunsch eben auch aufgetaucht, wie gesagt, der hier jetzt auch konkretere Formen bekommt. Der Wagen ist eine Erfolgskarte. Der Wagen ist auch eine Neustartkarte. Ja, man lässt hier bestimmte alte Strukturen hinter sich. Das können tatsächlich Strukturen im Außen sein, ne? Eine berufliche Tätigkeit, ein berufliches Umfeld, eine Beziehung, eine räumliche Umgebung, Freundschaften. Aber es sind eben nicht nur äußere Aspekte. Oft sind es auch innere Aspekte, die einen vielleicht
zuvor limitiert haben, eingeengt haben, blockiert haben, ja, negatives Selbstbild über dich oder ja, generell vielleicht pessimistische Ansätze oder ja, Ängste, Zweifel, die dich hier zurückgehalten haben. Also wie gesagt, hier ist ein großes Klären, Aufräumen und in Bewegung setzen mit angezeigt, kann ich gar nicht anders sagen. Und der Wagen auch nochmal sehr schön, wie gesagt, der hat auch mit Erfolg zu tun, mit einer erfolgreichen Weiterentwicklung und viel, viel Selbstbestimmtheit, die sich hier in dieser Themenposition schon bemerkbar macht. Wir schauen jetzt ganz kurz mal noch auf das Vorfeld, ne, den Vorläufer, der hier zu der Situation geführt hat. Da sehen wir den Ritter der Stäbe, ne, auch oft eine Aufbruchsenergie, auch eine mutige Energie, aktiv Dinge anzugehen, sich zu trauen, mal was Neues auszuprobieren, sich zu trauen, sich auf bestimmte Ideen, Impulse einzulassen. Vielleicht hat hier auch noch eine andere Person eine Rolle gespielt als Impulsgeber oder als unterstützende Energie, die dir geholfen hat, ja, hier in die Vorbereitung zu gehen, um jetzt wirklich diesen größeren Sprung auch zu wagen. Und auch hier legen wir dann noch Klärungskarten dazu. Das sind mir zu viele. Okay. Da haben wir zwei. Ja, okay, ja. Sieben der Kelche, die wird tatsächlich auch mal so ein bisschen hier im Zusammenhang mit der Hohepriesterin sehen, ja, weil das die Nebelkarte ist. Also auch hier kann eine gewisse Unsicherheit mit eine Rolle spielen. Man sieht vielleicht nicht so richtig klar, wo man hin möchte, wo man steht vielleicht eben auch, was so die eigenen Ziele sind. Aber ich würde mal sagen, diese Nebel, die haben sich schon gelichtet. Hier strahlt das helle, klare Sonnenlicht durch. Mit der Karte die Sonne, auch hier nochmal eine sehr, sehr aktive Energie, eine sehr experimentierfreudige Energie. Ja, also es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, der Ernst ist ein bisschen aufgehoben. Man traut sich auch so ein bisschen spielerisch vielleicht an das ein oder andere ranzugehen. Vor allem, wenn man hier vielleicht nicht so die ganz klare Sicht hat, einfach mal verschiedene Dinge auszuprobieren, im Kopf durchzuspielen oder auch tatsächlich im Realen schon mal auszuprobieren, reinzuspüren, was könnte für mich das Richtige sein, womit fühle ich mich wirklich wohl, was schwingt mit mir. Und eine sehr, sehr optimistische Haltung ist auch natürlich hier mit der Sonne angezeigt. Also ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere hier aus einer nicht so ganz klaren, vielleicht auch ein bisschen belastenden Phase herausfindet, vielleicht auch schon dabei war, hier in der jüngeren Vergangenheit herauszufinden. Und wie gesagt, das Ganze nimmt hier jetzt langsam mehr und mehr an Fahrt auf. An der nächsten Position, auf der nächsten Position hat sich die Acht der Schwerter gezeigt. Diese Position beschreibt das Umfeld bzw. auch der Einfluss, das Wechselspiel zwischen dir und in dieser Situation involvierte Personen. Und ich habe den Eindruck, dass hier im Vorfeld du dich viel stärker abhängig gemacht hast von den Meinungen und Erwartungshaltungen von anderen Menschen und dich dadurch möglicherweise auch so ein bisschen blockiert hast, ne? Vielleicht haben auch noch eigene Unsicherheiten, Selbstzweifel dazu beigetragen. Und mir scheint, dass du aber genau diese scheinbaren Fesseln hier jetzt abwirfst, ja, wirklich in deine Klarheit findest, vielleicht dich zwar noch an Meinungen anderer orientierst, aber dich nicht mehr zurückhalten lässt davon, sondern ganz mutig hier selbstbestimmt deinen Weg nach vorne findest, ja. Also eher auch hier eine befreiende Energie, beziehungsweise die Acht der Schwerter hier dann auch eher in ihrer hohen Schwingung. Okay, wir schauen, ja, was sich hier noch an Klärungskarten dazu zeigt. Ja, die Acht der Stäbe, was ja auch noch die Hochenergiekarte ist. Merkur im Schützen. Ja, ich muss mal gucken, weil ich die gerne... Ja doch, es stimmt, Merkur im Schützen. Es ist nicht Jupiter im Zwilling, sondern Merkur im Schützen. So rum ist es richtig. Also neue Ideen, neue Impulse, sehr nährende Kommunikation, sehr bereichernde Kommunikation. Das ist oft was mit der Acht der Stäbe angezeigt wird. Es ist aber auch eine Distanzkarte. Distanzüberwindung oder auch Distanzschaffung, das kommt natürlich immer auf die Blickrichtung an. Wenn ich mir die 10 der Münzen hier im Hintergrund anschaue, würde ich mal fast davon ausgehen, dass du dich von bestimmten zuvor
Einflüssen hier befreist. Ne? Die Zinnermünzen, die hat ist auch eher so eine Traditionskarte oder eine Karte, die mit Routinen und bestimmten Beständigkeiten zu tun hat. Ne? Dinge, die sich über einen längeren Zeitraum, manchmal auch einen langen Zeitraum etabliert haben und man sich schon rein aus diesem Zeitfaktor heraus vielleicht dem einen oder anderen verpflichtet fühlt. Ne? Es ist natürlich auch die Karte der Familie, es ist die Karte der festen Beziehung, es kann auch eine Karte sein, die einen langfristigen Arbeitsplatz zum Beispiel anzeigt. Ja, und wie gesagt, vielleicht hat man sich hier sehr verantwortlich gefühlt, sehr verpflichtet gefühlt und sich deswegen hier so ein bisschen in dieser Acht der Schwerter befunden. Aber man geht hier jetzt sehr bewusst seine eigenen Wege. Ja, vielleicht, wie gesagt, kommen hier auch andere Einflüsse mit dazu, mit denen man sich mehr aus dem Herzen, aus der emotionalen Ebene verbunden fühlt, gemeinsame Ideen hat, gemeinsame Überzeugungen hat. Ne? Also es ist nicht mehr so dieser Pflichtkomplex, der manchmal eben mit der 10 der Münzen angezeigt sein kann, sondern es ist eben hier eher eine Natürlichkeit, eine natürliche Anziehungskraft, eine natürliche Bewegungsenergie, die hier stattfindet. Ja, und wie gesagt, auch noch als Hochenergiekarte eine sehr schöne Karte, wenn man im Vorfeld vielleicht mit so ein bisschen blockierenden Thematiken zu tun hatte. Ja, okay. Dann schauen wir mal auf die Herausforderungsposition. Da hat sich die Herrscherin gezeigt, was ja die Karte, Entschuldigung, der inneren Erfülltheit ist, aber auch der äußeren Fülle. Und auch eine Karte, die viel mit Selbstbestimmtheit zu tun haben kann, ja. Und mir scheint, dass die Bewegungen, die hier stattfinden, dich vielleicht selber manchmal so ein bisschen überraschen oder dich zweifeln lassen, wo du vielleicht denkst, wow, das ist vielleicht zu schön, um wahr zu sein. Kann mir das wirklich passieren? Darf ich mich da wirklich drüber freuen? Darf ich das wirklich annehmen? Habe ich das verdient? Ja, vielleicht darfst du das also genau jetzt auch im Juli nochmal lernen. Lernen anzuerkennen, dass es dir gut gehen darf, dass du wertvoll bist, dass du es verdient hast, Erfolge zum Beispiel auch zu haben, dass du dich durchaus auch glücklich fühlen darfst. Ja, ich denke, das sind hier recht tiefe Themen, die als Herausforderung hier eine Rolle spielen könnten. Ja, okay. Ja, zwei der Stäbe. Das ist ja so ein bisschen die Karte des Zögerns, ja. Also auch hier vermutlich so ein bisschen nochmal ein Rückverweis auf vorangegangene Energien, so ein bisschen zwischen den Stühlen stehen. Ne? Auch das hatten wir hier schon auf der Umfeldposition gesehen. Sich zurückhalten vielleicht aus Rücksicht oder aus einem Verantwortungsgefühl, ob das jetzt in der Form berechtigt war oder nicht. Ne? Also manchmal haben wir ja das Gefühl, wir müssen unsere eigenen Bedürfnisse hin anstellen, um für andere da zu sein, die aber vielleicht auch schon längst alleine klarkommen oder überhaupt gar nicht diese Erwartungshaltung an uns gestellt haben. Und wie gesagt, möglicherweise finden hier auch Aussprachen statt, ne, oder Bestätigung auch genau von diesem Umfeld, dass ihr sagt, so nee, zieh dein Ding durch, folge deinen Impulsen, geh in diese Veränderungen, die dir gut tun, ja. Und ich denke, da darf sich also dieses Gefühl, darf ich, soll ich, kann ich, das darf sich hier auflösen, ne? Und mehr auch hier in eine innere Ruhe finden, viel der Schwerter, ja, das ist ja die Karte der Meditation und auch der Vision, also die steht hier ganz deutlich, dieser Acht der Schwerter entgegen, diese Unsicherheit, dieses sich so ein bisschen verrückt machen, oft natürlich mit negativen Gedanken, also die Herausforderung ist hier, bleib gelassen, finde in deine Gelassenheit, finde auch in die Ausrichtung dessen, was jetzt für dich das Richtige ist. Ne? Wir haben ja auch noch hier die Fokuskarte. Ja, setz deine Träume wirklich um und erlaube dir, deine Träume hier zu leben. Und nimm an, was hier das Universum dir an Geschenken jetzt bringt und liefern möchte. Auf der Chancenpositionen haben wir dann die Fünf der Stäbe. Auch hier nochmal eine Karte, die viel mit Ausprobieren, spielerischen Ansätzen, experimentellem Ansatz zu tun hat. Ja, es ist die Karte des Aufbruchs, eine Karte, die anzeigt, hier, es gibt ganz unterschiedliche Wege, unterschiedliche Möglichkeiten. Ne? Es gibt nicht nur die eine Wahrheit oder die eine Sache für dich, ja, sondern du hast wirklich ein Spielfeld zur Verfügung, auf dem du
dich austoben kannst, sogar vielleicht ein bisschen. Ja, also komm in eine Leichtigkeit. Ja, manchmal hat der Steinbock ja auch die Tendenz, sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr harsch mit sich zu sein, sehr ernsthaft mit sich zu sein. Und du bist im Juli hier wirklich eingeladen, ein bisschen weicher, nachgiebiger, wie gesagt, auch spielerischer mit dir und deinen Ideen, deinen Möglichkeiten, deinen Wünschen, deinen Bedürfnissen umzugehen und einfach mal auszuprobieren, was ist das Richtige. Da darf man auch gerne mal einen Fehler machen. Und ein Fehler ist ja kein Scheitern, sondern es ist ein wichtiger Teil von einem Erkenntnisprozess. Ja? Also hab keine Angst davor, Fehler zu machen, sondern trau dich, hier wirklich verschiedene Optionen mal auszuprobieren, auszutesten, um dann, ne, mit einer Klarheit im weiteren Schritt auch wirklich dann nochmal ganz konkrete Entscheidungen treffen zu können. Ja, okay. Ja. Schauen, was die Klärungskarten sagen. Vier der Münzen, das ist so eine ganz klassische Steinbock-Karte, die da heißt: Angst vorm Risiko. Sonne im Steinbock ist sie astrologisch. Aber du bist hier, glaube ich, wirklich eingeladen. Lass mal ein bisschen locker. Ja, also du musst ja kein totales Risiko eingehen, darum geht es nicht. Ne? Aber hab auch nicht, sei nicht zu eng, mach dich nicht zu klein, vor allem auch. Ne? Das ist auch manchmal so ein bisschen eine Karte, die mit Selbstzweifeln zu tun haben kann, sondern ja, geh ein bisschen ins losgelöste, experimentelle, spielerische Ausprobieren. Und dann haben wir ja hier auch noch die Nahkarte dazu, die auch noch mal eher einen spielerischen, experimentellen Ansatz hat. Ja, ja, und da steht der Neustart auch noch mit im Feld. Ja, also mir scheint, hier sind wirklich spannende Bewegungen. Ich habe den Eindruck, dass es hier noch nichts Definitives gibt, zwingend im Juli. Das kommt wahrscheinlich erst zu einem späteren Zeitpunkt. Aber du kannst wirklich diesen Monat für dich nutzen, dich auszuprobieren. Ich muss es hier einfach nochmal betonen. Und dann später ganz klare Entscheidungen zu treffen. Aber es ist, denke ich, durchaus wichtig und nicht unbedeutend, ja, dass du dir diese Phase des Ausprobierens hier auch gönnst. Ja? Um später wirklich in dieser Gewissenhaftigkeit und in der inneren Wahrhaftigkeit Entscheidungen treffen zu können und dann das Ganze auch in eine klarere Richtung zu bringen, die mehr Struktur dann vielleicht auch durchaus auch haben darf. Aber in diesem Monat, ja, darfst du dich hier gerne mal ausprobieren. Gut, auf der Entwicklungstendenz, da bin ich jetzt schon ein bisschen drauf eingegangen, haben sich gezeigt der Ritter der Schwerter und der Wagen. Und dieser Ritter der Schwerter, den möchte ich hier ambivalent lesen. Der kann manchmal so ein bisschen die Flucht des Verstandes anzeigen, ne? Und deswegen ist dieses sich ausprobieren hier eben auch so wichtig, dass du wirklich sagst, okay, ich hatte jetzt vier, fünf, sechs unterschiedliche Optionen von beruflicher Neuorientierung, anderen Arbeitsplatzmöglichkeiten, wie auch immer, ne? Also wo Veränderung auch hier stattfinden möchte. Oder ich habe mir verschiedene Wohnungen mal angeguckt oder Wohnumfelder angeschaut oder wie auch immer, ne? Das kommt auf deine Grundsituation an. Und wenn du das nicht getan hast, ja, dann könnte es durchaus sein, dass dein Verstand sagt so, nee, ich weiß nicht, Veränderungen, Entscheidungen, ich weiß ja nicht so richtig, wo ich hin möchte, vielleicht bleibe ich ja doch lieber im Alten verhaftet. Ne? Und deswegen ist also dieses Ausprobieren hier so wichtig, dass du wirklich weißt, womit du es zu tun hast, dass du mehr konkrete Fakten an der Hand hast. Denn hier möchte ich dann auch sofort die hohe Schwingung dieses Ritters der Schwerter lesen, denn der kann mit Geschwindigkeit zu tun haben, der kann mit Planung, organisieren, kommunizieren zu tun haben. Und das könnte hier sehr, sehr stark dann vielleicht im August auf dich zukommen, ne? Dass dann von dir ja diese Entscheidungsfähigkeit gefragt ist, dass du planungsfähig bist und dazu braucht es sozusagen diesen Vorlauf. Ja? Und hier haben wir dann eben mit dem Wagen auch gleich nochmal, wie gesagt, die Entscheidung auf Grundlage deines eigenen freien Willens. Und damit dein freier Wille sich hier auch wirklich entscheiden kann, braucht er diese Erfahrung. Ja, also ich würde mal sagen, das sieht hier sehr, sehr vielversprechend aus. Und wie gesagt, bei dem Wagen schwingt auch immer ein Quäntchen Erfolg mit. So, die letzte Karte, die wir uns anschauen, ist dann hier die Seelenbotschaft. Da hat sich der Fokus gezeigt.
was im Rider-Waiter-Ruder Magier ist. Und das ist also der Impulsgeber hier für diese Veränderung. Der Fokus ist aber auch Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, aktiv die Dinge anzugehen, aktiv die Dinge umzusetzen, sich auszuprobieren, ja, und das Ganze, ja, wie gesagt, mit Freude, mit Selbstvertrauen, mit Selbstbewusstsein. Also glaube hier an dich, sei in deiner inneren Stärke, lass sie raus, lass es fließen, ja, dazu bist du hier wirklich eingeladen. Und damit wünsche ich euch allen einen ganz wundervollen Juli. Lasst es dir, lasst es euch gut gehen. Ich sage Namaste und alles Liebe von dieser Stelle. Tschüss!